Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Hofbergmann Reloaded mit dem Box und dem Paul. Hallo. 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 Heute leider ohne Simon, der hat leider keine Zeit heute, aber naja, nächste Woche vielleicht wieder hoffentlich. Das heißt, uns fehlt jetzt ein Mann. Das ist sehr schade. Aber irgendwie werden wir es auch schaffen. Der Paul, ne? Der Paul ist ein bisschen verrückt im Kopf. Das muss man leider so sagen. Weil der Paul hat nämlich zwischen den Aufnahmen hat der Paul einfach mal über 100 Paletten Milch abgefüllt. Ist das richtig, Paul? Ja, 122 glaube ich. Wenn ich 122. Es leckt ab und zu. Ich wollte es nur mal andeuten. Das ist nicht bei euch im Video. Das hat nichts mit eurer Verbindung zu tun. Das leckt ab und zu. Es sind 122 Paletten Milch. Warum hat der Paul die abgefüllt? Weil es einfach sehr viel mehr Geld bringt. Und warum haben wir mehr Geld als wie beim letzten Mal, wo wir aufgehört haben? Weil der Paul nach der Aufnahme noch ein bisschen Biodiesel verkauft hat. Das haben wir auch noch bekommen, das Geld. Und wahrscheinlich wird jetzt irgendjemand, Paul, Boxer, irgendwer, wird jetzt dann anfangen, die Milch zu verkaufen. Da wird noch mal ordentlich Geld reinkommen. Paul, wenn du mal irgendwie Zeit hast, sag Bescheid, dann hüpfe ich mal da beim Ding rein. Bei Snoo, weißt du? Da kann man das mal zeigen. Du kannst hier hinspringen, da stehen schön aufstraffiert die Paletten. Okay, Achtung, jetzt wird es gleich längen. Achtung. Ja, dezent. Absolute Paul. Stampel des Todes. Paul, du bist einfach ein crazy Typ. Ah, jetzt geht's wieder, warte. Okay, das ist. Ja, du kommst hier mit 50 FPS angefahren, Alter. Dann 10 und dann geht's wieder langsam weiter. Also, das sind alles. Ich muss ein Foto von machen, warte. Warte, ich komm nochmal. Oh, ich bin vorbeigefahren. Paul, du fährst gerade. Also, ich weiß nicht, wie viele Paletten das sind, aber es sind viele auf alle Fälle. Sehr, sehr, sehr viele. Mit denen hier müssten es eigentlich 120 sein. Ja, 120 Paletten. Die werden gleich bei Snoo verkauft. Snoo hat übrigens geschlossen, wollte ich noch sagen. Ja, die macht schon noch auf. Okay. Ich gehe da mal wieder, ne? Das ist ein bisschen zu viel Laggy Party hier. Mach das. Alter, jetzt leckt das schon wieder. Wir müssen da was machen mit den Dingern. Das geht nicht, ey. So, das habe ich auch gemacht. Super. Okay. Gut, ich mache mal ein bisschen mit Häckseln weiter, ne? Macht hat. Irgendwer muss ja das weitermachen. Hast du den Silagehaufen schon platt gefahren? Nee, noch nicht, das mache ich bei. Aber ihr habt ja ein breites Silo, könnt ihr 2-3 Mal abladen. Ja, ja. Alter Schwede. Was denn? Jetzt echt durchhüpfen ist schon eine Katastrophe. Ja. Wir spulen jetzt noch mal ein bisschen weiter vor, damit wir noch mal Tag haben. Ach so, du hast jetzt sofort zu wechseln? Ja, okay. Ja, es war ja keiner da von euch. Gelb ist der Mann, sehr schön. Aber wir können gleich mal Anhänger tauschen, bitte. Ist der schon voll, aber? 60. Also wir müssen heute Morgen unbedingt die Paletten verkaufen. Können wir das jetzt? Ach so, ja, hat nie offen, ne? Ciao. Ja. Nee, hat schon, kannst du durch das unsichtbare Fenster verkaufen. Ja, ich habe da nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Nee, also ich kann das machen, das ist kein Problem. Ich habe da keine Erinnerungen. Weil ich glaube, in dieser Woche ist fest eingefahren, das Feld zu kaufen, ne? Aber sowas von fest. Also ich kann hier nur. Ich habe hier eine Diashow, ne? Ruckel, 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 ruckel. Das ist nicht witzig, Paul. Das ist nicht witzig. Ich finde schon ein bisschen witzig. Ja, kriegen wir hin. Wir werden morgen gemeinsam alles, oder heute oder morgen gemeinsam alles verkaufen. Ja, moin. Alles klar. Ja, gut. Der Gruppe auch. Ja, alles. Einmal alles bitte, ne? Ja, alles ist gerade voll leer oder wie auch Boxer, immer. Boxer, bleib stehen bitte. Ich hänge ihn ab? Nein. Nicht? Okay. So, warte. Fährst du parallel zu mir und hängst ihn dann ab, bitte? Ja. Der dran hängt, so. Oh Gott. Boah, das leckt sich hier ab ohne Ende. Ja, das ist echt schon. Der Server verträgt echt nicht viel, hey. Ja, bei den Kartoffeln war es nicht so schlimm, glaube ich. Ja, doch, auch. Doch. Häng ihn dran. Das Komische ist, dass nur die Fahrzeuge so hin und her witschen. Du kannst die Kamera kannst du schön bewegen und alles, aber. Ich weiß nicht, ob der rangeht.
Geht der nicht? Da müsste ja nicht der gleiche Anschluss sein, oder? Ah doch, geht. Ich bin nur falsch gefahren. Habt ihr jetzt ein oder zweimal schon abgeladen? Noch gar einmal, nicht. Ich hab einmal abgeladen. Alter, warum ist der so hoch? Du hast irgendwas verloren, Boxe. Ja, das ist Gewicht. Was heißt ja? Da liegt ein Gewicht mit am Feld, weißt du? Ja, das geht nicht mehr dran, das liegt auf der falschen Seite. Oh, wow. Ja, mach ich gleich weg. Nee, das können wir vergessen, Jungs. Die Paletten müssen weg, da kannst du nicht spielen mit. Ja. Ich bin schon dran. Wo bist du denn? Helfe ich dir? Ich fahr gerade noch einen Teil zum Landhandel. Du kannst den Bucher schon mal zu Snow hochfahren, wenn du willst. Ich würde ihn gern finden, ja? Deutz, irgendwas anderes, Biber, braucht eh keine Sau, dann nein. Übrigens, vielleicht können wir diese Woche auch, wenn wir Zeit haben, Forst machen. Wurde sich öfters gewünscht, ja wirklich. Ja, ich weiß schon, aber Zeit? Ja, Zeit ist bei der Hochbergmahl so eine Sache. Ne? Zeit haben wir sowieso noch nie gehabt. Wo ist denn der? Der steht bei der Buttermaschine. Vermutlich kannst du auch gerade eine Ladung von Butter mitnehmen. Was kann ich? Eine Ladung von Butter mitnehmen. Ich hab die ja letztes Mal verkauft. Ja, guck mal rein. Ja, da wird niemand aufgefüllt haben, schätze ich mal, ne? Doch. Warte mal, fahr mal hier rein, Kollege. Ach du Scheiße. Aber nicht mit URL aufladen, bitte, ne? Warum nicht? Du weißt es ja. Hat letztes Mal auch gut funktioniert. Die Maschine nicht mehr. Ach, Paul. Das darf man nicht so eng sehen hier, ne? Apfelkisten, Milchkannen, Big Bags, Futtersäcke, Eierkartons, Fässer nehmen wir. X. So. Ja, das Problem ist halt, wie soll ich nicht aufladen, wenn die ganze Zeit rumleckt? Das Fass kannst du nicht mal in die Hand nehmen. Ey, jetzt geht's auf einmal wieder. Es ist okay, ich hab nichts gesagt. Weißt du, man, das ist immer so, ja, man sagt nicht. Und dann, ciao. Ja, dann lad's halt direkt mit URL auf, ist mir auch egal. Ey, du kannst es nicht. Also, ich nehme es, dreh mich rum und in der Zeit ist er schon wieder durch den halben Raum geflogen. Ah, das wurde jetzt nicht aufgeladen, oder wie? Sag mal, Kollege. Hallo. Ist denn das für ein Rotz hier? Jetzt hat es funktioniert. So, warte mal hier. Okay, so geht's besser tatsächlich. Ja, hat er nicht genommen, okay. Alter, das ist ja eine laggy Party, das können wir nicht machen, ey. Ja, Performance-Test abgeschlossen, würde ich behaupten. Mehr geht nicht. Ich höre nur die Vögel zwitschern, dann möchte ich am liebsten runterschießen mit der Schrotflinte. Ich habe gerade eine schöne Ladung, die richtig Geld bringt. Das ist schön. Was hast du denn drauf auf deine Ladung? Gas. So, dann nehmen wir auch noch mit das Ding hier. Komm mit. So, okay. Können wir hier nochmal abladen, ja? Weil dann wird das ja auch hier weiter produziert. Gut, ich bin unterwegs mit dem Bucher. Jo. Jeden Moment zumindest, warte. So. Wenn er dann mal wieder zufährt. Ah, bei dem Ding weiß er nie, ist es an, ist es nicht an. Soll ich nochmal bei den Ziegen vorbeifahren? Ich trau mich nicht, ne, aber. Da habe ich schon einmal abgeräumt. Ich habe letztes Mal auch einmal. Ich fahr sowieso oben vorbei, da gucke ich mal ganz fix rein, okay? Kann ja nicht schaden. Solltest du auf jeden Fall was mitnehmen können, ja. Ja, gut. So, wie sieht's hier bei den Schweinen aus? Ach du Scheiße. Ja, Mist, ich weiß. Die stehen in der Scheiße, ne? Knie hoch. Wenn da das ankommt, dann sind wir vor, dann war's das. Können wir ein Häkchen hintermachen. Alter Schwede, hat schon jemand. Oh, das war Paul, das siehst du direkt. Die Milchkanne? Das unmotivierte Hin- und Herschießen von Milchkanne, das kann nur Paul. Das ist einmal. Ich hab's nur aus dem Trigger rausbehört. Ja, das sehe ich, ja. Ich fahr mit dem Bucher durch. Hau sie weg. Geld kommt rein ohne Ende. Alter Schwede. Gas.
Das ist aber wirklich Gas, ne? Ja, ja, also, das Feld kaufen noch 200.000 über, ne? Man kann, wow. Man kann schon Geld verdienen auf der Hofbergmann, so ist nicht. Wie ist das auf der Stappenbach? Gab's da nicht auch nicht jetzt eine Gelddruckmaschine im Stream? Eine Gelddruckmaschine? In dem Sinne, durch irgendwas hat der Tino doch ordentlich. Ja, illegal. Auf alle Fälle illegal. Das, meinst du, das ist ein leidiges Thema, wollen wir nicht ansprechen? Ist mir prinzipiell egal, weil. Mir ist es egal. Was hat er gemacht? Er hat Dünger gekauft in Big Bags, hat die verladen auf einen Anhänger. Hat sie verkauft. Und hat sie beim Landhandel dann für teuer Geld verkauft. Ja, auf der Stappenbach ist auch, wenn du Dünger kaufst, ist er in Big Bags billiger als an den Verkaufspunkten. Ja. Oh, das ist aber auch eine böse Masche, ey. Das ist richtig dreist. Aber da bin ich ja sowieso gespannt, wie es da noch weitergeht. Das wird noch sehr, sehr, sehr interessant. Das wird noch einen richtigen YouTube-Beef geben. Alter Schwede, ey. Aber Paul, nicht alle Kannen sind voll. Ich sehe da eine oder zwei mit 90% nur. Es kann sein, dass ein, zwei 90% hatten, ja. Alter, wie der Mais überall so hoch steht, ne? Ist ja Wahnsinn. Als wie wir das vorhatten mit dem Mais. So, komisch, liebe, ne? Liebe Zuschauer, gleich kommt wieder die Leggy Party. Festhalten, anschnallen. Verkaufe ich das im Dingens oder im Hof? Warte kurz. Ich glaube, innen drin. Das ist eine gute Frage. Oh ja, jetzt geht's los. Wir sind wieder da. Butter ist innen drin und die... Butter, das weiß ich schon, Paul. Aber die Milch... Alter! Die Milch auch innen drin. Alter! Wie soll ich denn da rankommen? Das wird wieder besser. Du musst nur kurz warten. Oh, ich hänge jetzt hier mal alles ab. Ich muss mal Allrad anmachen. So, das wird jetzt... Wir werden uns jetzt 30 Folgen lang hier aufhalten. Aber, liebe Zuschauer, am Ende des Tages zählt nur das, was oben rechts steht. Und deswegen machen wir die ganze Kacke hier. Vor allem das Schlimme ist, da gehen ja nur zwei Fässer rauf, weißt du? Also zwei von diesen großen Dingern. Heilige. Tja. Folien. Drum steht direkt nebendran. Rundballen. Das sind Standardpaletten, oder? Ja. Ja. Schon fast gedacht. So, eins, zwei voll. Läuft. Eigentlich kann ich stehen bleiben. Aber das URL braucht so ewig, bis du es verschoben hast. Ja, das stimmt allerdings. Aber irgendwann weiß ich die Tastenkombi auch auswendig, glaube ich. Da bin ich jetzt auch gespannt, wie viel das jetzt gibt. Warte, das sind jetzt die ersten zwei, ne? Theoretisch müssten zwei um die 2.500 bringen. Also ist ja nicht auch egal, wie viel sie bringen, weil sie bringen auf alle Fälle gut Geld. Achso, es ist so, es bringt auf alle Fälle mehr, als wie man das Zeug lose verkauft hätten. Schild, bremst mich. Dann muss man mal... Bin ich ein Poller, hallo? Ich hab das Schild gemeint. Du, ich hab dir noch was. Kannst du das irgendwo anders abladen? Alter, nee, eigentlich nicht. Wie das in Zeitlupe nach unten geht, das Ganze, ne? Ich glaube, der Server stirbt gerade. Ich kann auch nicht mehr fahren. Paul, kannst du bitte einfach abhauen? Das ging so gut, wo du nicht da warst, ne? Das muss man mal einfach so sagen jetzt. Das ist ja wohl eine absolute Frechheit hier. Mann, doch. Oh. Alter, der Server... Der Server ist am Maximum. Ich will mir nicht die Werte angucken, was er momentan hat. Rot. Ja, das glaube ich. 100%. Das Problem ist, wenn er länger rot ist, dann geht er irgendwann auf Safe Mode und dann macht es einfach Klick und er ist aus. Die Tomaten und so weiter muss man trennen, ne? Kannst du die nicht einfach zur Müllhalde bringen? Paolo muss das wegstellen. Ich kann nicht mehr machen hier. Das ist ganz schlimm. Ja, ich hab's doch im URL. Ich kann fahren. Ja, lol, läuft. So, ich kann auch, also es geht teilweise. Ich muss jetzt einfach dranbleiben. Ich muss jetzt einfach dranbleiben und das Zeug hier wegbringen. Das geht nicht anders. Jo. Hast du, bevor ich mir jetzt irgendwelche Hoffnungen mache, hast du noch Milchpaletten am Hof stehen? Nein. Ach, sehr gut. Ah, was war denn das? Ist das? Gurken. Alter, du bist auch nicht mal ganz dicht, ne?
Oh Mensch. Also Snu hat Gurken für die nächsten 17 Jahre. Der McDonald's braucht aber so viele Gurken. Ja. Ja. Die frischen Gurken für die Burger. Die werden dann immer rausgeworfen und in die Scheibe geklatscht. Habe ich gehört. Also, okay. Sprichst also aus Erfahrung? Nee, so? Also ich mag, ich lasse tatsächlich die Gurke drin. Ja, ich finde, das ist nochmal so erfrischend. Ja, ich auch. Also ich mag das. Die Freundin nimmt sie immer, ey, wir können Gurke raus. Hä? Aber ja, jeder wie er möchte, ne? Reicht das, wenn ich im Hof vor diesem Shop ablade, dann muss ich es reinstellen. Was denn? Ja, es wäre besser, das ist aber kein Scheiß, Paul, wenn du das Ganze detachen würdest. Oh, was hast du jetzt gemacht? Was? Du hast schon abgeladen im Hof. Warum fragst du mich denn eigentlich dann? Ich habe kurz vorher gefragt. Go away, my friend, go away. Aber ich glaube, den Kohl muss ich nach innen bringen, ne? Kann gut sein, ja. Ja. La la li la la. Oh, wir sind fertig für heute. Ja, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Die Lanky Party wird morgen weitergehen. Aber guckt rechts oben nach. Es lohnt sich auf alle Fälle. Wir danken fürs Dabeisein. Bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.